Das sind sehr, sehr gute Nachrichten aus dem WSV-Team. Die Tinte ist noch nicht richtig trocken. Er hat gerade unterschrieben, kein geringerer als unser Torwart. Sebastian Wickel, Basti, dein Vertrag geht bis 2017. Du hast jetzt gerade bis 2019 unterschrieben. Der WSV wollte dich also länger binden. Warum hast du gesagt, ja, ich möchte auch hier bleiben? Ja, also ich finde ein klares Zeichen, dass man sich wohlfühlt, kann man meiner Meinung nach nicht geben. Ich bin im Winter hier hingekommen, bin direkt ins Trainingslager mit den Jungs geflogen. Und natürlich konnte man sich da relativ schnell akklimatisieren. Ich konnte die ganzen Jungs kennenlernen und ja, seitdem läuft es auch einfach rund. Und das war der Hauptgrund, warum ich direkt verlängert habe, auch über den Zeitraum. Du bist ein richtiger Ruhrpott-Junge. Hast du dich mittlerweile eingelebt hier in Wuppertal? Ja, nebenbei arbeite ich ja auch noch hier in Wuppertal. Sprich, ich kenne so ein paar Ecken hier und ist schon eine schmucke Stadt und hier kann man sich schon wohlfühlen. Du bist seit Januar also hier beim WSV, hast bisher 33 Pflichtspiele gemacht. Wir haben jetzt nicht zuletzt die letzten Spiele gesehen, wie wichtig du für diese Mannschaft bist. Ist das jetzt auch eine Symbolwirkung vielleicht für die Mannschaft, dass du jetzt so frühzeitig gesagt hast, ja, ich bleibe jetzt hier? Ja, für mich persönlich, da kann ich aber nur von mir persönlich sprechen, wäre ich natürlich froh, wenn die anderen Jungs nachziehen würden, weil ich einfach denke, dass die Entwicklung auch in der Mannschaft noch nicht abgeschlossen ist und dass da noch weitaus mehr Qualität dahinter steckt. Und ich hoffe einfach, dass das Team so zusammenbleibt und wir einfach uns weiterentwickeln. Und wir freuen uns, dass du hier bleibst. Also Sebastian Wickel bleibt beim WSV bis 2019. Danke, Basti. Gerne, danke.